So, wir sind wieder da. Heute kein Feiertag, ne? Ich freue mich. Ich sehe euch schon. Ich hoffe, da kommen noch ein paar, aber ich freue mich natürlich über jeden, der da ist. Ich begrüße heute persönlich Kelly aus Hamburg. Die wollte gegrüßt werden. Ich gehe davon aus, dass Sarah und Sandra wieder am Start sind und ansonsten alle, die da sind. Ich freue mich über euch. So, ich gucke nochmal. Okay, wir starten. Es gibt nichts mehr zu erzählen. Ah doch, ich erzähle euch nachher noch was. Aber das hebe ich mir bis zum Ende auf. Ja? Komm, wir atmen mal tief ein und ziehen die Arme mal in die Seite. Ja? Schieb mal nach oben und zieh in die Seite. Nach oben und in die Seite und atme dabei. Okay? Bleib mal hier. Wir drehen zur Seite auf und zurück. Okay, mach mal schneller. Über zweimal. Alles klar? Einmal langsam bis zum Anschlag. Und zurück und zweimal schnell. Okay? Gut. Komm, einmal zur Seite. Und zurück. Ja, schön atmen. Zweimal schnell. Okay, letztes Mal die Seite. Einmal weit aufdrehen. Und dann merkst du, wie es jedes Mal ein bisschen besser geht. Okay? Andere Seite. Komm, langsam. Bauch ist fest. Und du drehst zweimal. Bisschen dynamischer. Okay, nochmal. Aufmachen zur Seite. Und zurück, okay. Zweimal. Gut, einmal öffnen. Und komm zurück. Okay, zweimal. Alles klar. Einmal öffnen. Und nach vorne, die letzten. Okay. Wir gehen mal in die Seite. Mach dich mal lang. Und zieh in die Ecke. Und wechsel. Okay. Erstmal alles schön aufmachen heute. Und dann gehen wir ins Warm-up. Wir machen jede Seite noch zweimal mehr. Du ziehst dich auf und wechselst in die Ecke. Okay? Letztes Mal. Zieh zur Seite und rum. Okay, wir joggen ein bisschen. Ganz locker. Gut, was ich euch erzählen wollte. Neben dem Warm-up. Du joggst einfach weiter, ja? Gut, ab nächster Woche planen wir, nach draußen zu gehen. Wir hoffen alle, dass es klappt. Infos gibt's über die Homepage, Instagram und so weiter. Aber hier sind schon alle Jumping Jacks, sorry, in den Vorbereitungen, ja? Also informiert euch mal, guckt, was passiert. Und dann hoffen wir, dass wir euch ganz bald wieder live sehen können, ja? Bisschen joggen. Okay, und atmen. Jumping Jacks, komm. Gut. Dann will ich natürlich Ergebnisse sehen, ne? Wieder joggen. Was ihr die letzten... Gott, wie lange ist es denn her? Ewig, ne? Dass wir uns gesehen haben. November, glaube ich. Was ihr geschafft habt. Bin sehr gespannt. Okay, wir joggen nochmal. Und atmen. Komm noch. 4, 3, 2, die Jumps. Auf. Okay. Gut. Wir machen ein bisschen Seilspringen. Okay. Und drehen uns. Einfach ein bisschen im Kreis. Und zur anderen Seite. Okay, wir machen nochmal Jumps. Gut. Wird's langsam warm? Ja, ne? Okay, komm. 8 noch. 6. 4. 3. Seilspringen. Wir gehen in die andere Richtung. Okay. Einmal. Komm mit mir. Okay, dreh dich zurück. Oh, letztes Mal. Okay. Jetzt vorne, locker joggen. Gut. Mal ganz entspannt machen, ja? Nichts Kompliziertes. Okay, mach die Beine mal ein bisschen auf. Geh mal in den Squat und nimm die Arme mit.
schön lange ausziehen. Ja? Du gehst tief und ziehst den Rücken lang und tief. Und kommst nach oben. Mach mal noch mal. Mach mal die Arme ein bisschen breiter auf. Und mach mal tief und öffnen. Und zwei mehr hier vorne. Und öffnen. Einmal noch. Okay, schieb die Arme wieder nach vorne. Vor. Und öffnen. Ja. Im Wechsel. Mach die Brust schön weit. Und zieh den Rücken auseinander. Wir machen noch vier. Ja. Tief. Und hoch. Und öffnen. Brust weit machen. Nach vorne schieben. Und hochkommen. Und öffnen. Da sind noch ein paar Nachtrainings. Ich freue mich. Ja? Steig einfach ein. Wir sind durch mit dem Warm-up. Die anderen joggen noch schnell. Und dann geht's los. Wir starten. Startet der Timer, ja. Mit Walk-out. Du gehst zur Seite. Und dann gehen wir über den Squat. Tief nach unten. Kämpfen. Ja, wir gehen. Squat. Streck. Nach vorne. Zurück und roll dich langsam. Okay, Squat, Streck. Komm nach vorne, komm zurück und roll hoch. Squat, Streck. Okay, immer eine gute Übung, also um ein bisschen reinzukommen. Machen wir die Beinrückseite nochmal lang. Und zurück. Roll nach oben. Okay, Squat, Streck. Gut. Und roll hoch. Wie viel machen wir noch? Drei, würde ich sagen. Ja, komm zurück. Und roll up. Zwei, denk ans Atmen. Geh nach vorne. Geh zurück. Roll nach oben. Der letzte. Ja, einmal noch. Zurück. Und roll dich hoch. Schultern. Die klingelt. Eine Minute ist durch, ja? 30 Sekunden Pause. Wir gehen in die Squats. Parallel die Beine, schulterbreit. Und dann machen wir immer einen Kick dazu, ja? Versuch ruhig hoch zu kicken, so wie es für dich geht. Aber Ziel ist zu Becken hin. Okay? 3, 2, 1. Los geht's. Squat, Kick. Squat, Kick. Okay, komm, dann geht ein bisschen mehr, ein bisschen höher. Wir sind noch am Anfang, haben noch ordentlich Energie, ja. Also, spring ich an. Gut. Alles klar. Hier geht's. Tief, kick, tief, kick, tief, kick. Hälfte ist geschafft. Du atmest. Schön ruhig und regelmäßig, ja? Okay. Ein paar machen wir noch. Beine werden ein bisschen schwer. Dann jetzt beißen wir auf die Ziel, ja? Zieh durch, wie immer. Nicht jetzt aufhören. Auf die letzten Meter. Schaffst du. Und. Okay? Gut. Pass auf, wir machen Lift und Crunch. Standbein, egal welches. Fangen wir mit rechts an. Das andere Bein ist locker hier. Und wir machen immer ein Lift und dann ein Crunch. Ja? Und beim Crunch wirklich hier zusammendrücken. Okay? Nicht mit Schwung, schön mit Kraft. Komm mit. Ja? Auf und Crunch. Versuch immer ein bisschen in dem Moment zu halten, ja? Auf und fest. Okay? Hast du mehr davon? So. Lift und fest den Bauch. Lift und den Bauch. Ja? Auch in der Bewegung hilft dir der Bauch. Arbeite immer mit. Ja? Und wir arbeiten heute nochmal am Sixpack. Dass wir, wenn das Wetter endlich gut wird,
in Bestform bist, ja? Wir glauben einfach dran, dass irgendwann mal die Sonne rauskommt. Kopf lang und crunch. Wir machen noch zwei. Dann haben wir diese Touch und einer noch und crunch. Ja, dann haben wir noch mehr. Herzlich willkommen. So, andere Seite. Oh, ne? Geht mal so ein bisschen ins Knie. Ne? Dann hast du automatisch mehr Stabilität. Kipp das Becken nach vorne, Bauch fest. Und hier oben rausziehen. Geht's besser. Ja? Komm, lift und crunch. Lift und crunch. Ja? Siehst du, wie ich immer ein bisschen halte? Ne? Das ist ein Unterschied, ob ich das mache und zu auf oder ob ich lüfte und halte. Okay? Crunches entstehen. Funktioniert super. Ja, aber du musst dich ein bisschen anstrengen. Bewusst hier die Bauchmuskeln benutzen und halten. Komm, lift und crunch. Okay, gut. Wie klappt das? Sehr gut, ja? Ich hoffe, dass ich bald mal wieder mit euch richtig kommunizieren kann. Wir hoffen drauf. Ja? Lift und crunch. Lift und crunch. Ich nehme mal auf die Uhr. Wir haben noch 11 Sekunden. Das heißt, 2 Wiederholungen. Crunch. Na, wir schaffen 3, oder? Lift. Nochmal. Okay, ein letzter. Lift und crunch. Okay. Kannst du mal was trinken? Und ich guck mal auf meinen Plan. Was habe ich noch Schönes für euch? Lunch ist zurück. Mhm. Haben wir auch noch ein bisschen Stability. Wir probieren mal Folgendes. Wir gehen mit einer Seite zurück, ran, mit der anderen Seite zurück und jetzt zurück, ein Lift hinten, zurück und ran und das Ganze mit der anderen Seite. Ja? Du musst schnell arbeiten und dann schnell Stabilität zurück und du bleibst und jetzt ganz fest zurück, lift und kippst nicht um. Okay? Schön tief. Und jetzt festhalten. Lift. Ohne Umfall. Komm, rück. Und rück. Okay. Wenn du kannst, liftest du das Bein ein bisschen schräg. Ist ein bisschen schwieriger. Aber merkst du gleich ein bisschen schöner. In der Po-Außenseite. Ansonsten geht es mehr auf die Po-Rückseite. Ja? Kannst du auch machen, wie du möchtest. Wo du arbeiten willst, gehst du rein, geh zurück, ich gehe schräg zur Seite. Okay, komm. Rück, rück. Wir machen jede Seite noch einmal. Okay? Rück und rück und rück. Letzter. Und dann. Und. Okay? Beine locker. So, wir gehen nochmal in die Sumos. Kennen wir. Ich erkläre es nochmal trotzdem. Fuß ist unter dem Knie, wenn du hier beugst. Ja? Ruhig ein bisschen nach innen drehen, sodass du auch hier für dich stabil bist. Okay, und dann gehen wir tief. Und nur auf die halbe Höhe hoch. Ja? Hier ist tief, hier ist oben. Und du bleibst so dafür. Tief, hoch. Tief, hoch. Tief, hoch. Und wenn du gut stehst, drehst du die Füße ein bisschen weiter auf und guckst, dass du deine Knie immer nach hinten wegdrückst, ja? Nicht nach vorne fallen, nach hinten weg oder nach außen. Okay? Simple Übung. Simple und gut. Gut. Alle noch da? Ja, wie euch. Wir gehen mal klein. Komm. Klein. 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 Okay. Und jetzt kommt der Punkt, ne? Jetzt musst du arbeiten. Schaffst du? Nicht aufhören. Komm, wir haben noch 8 Sekunden. Jetzt trainieren wir. Ja? Komm, atmen. Die letzten 4, 3, 2, okay. Sehr gut. So. Wir machen eine neue Übung.
Machst du ein bisschen Platz zur Seite. Wir machen ein, ich weiß gar nicht, wie man das Oldschool wird man spazieren, ne? Da tun wir doppelt zur Seite und dann machen wir einen Drop, ja? Zur Seite und Drop. Okay? Steig ein, los geht's, okay? Zur Seite zweimal und mit dem Squat die Hand zum Boden bringen, ja? Mehr squatten, also mehr mit dem Po tief gehen, als nur mit dem Oberkörper, ja? Ein Unterschied, ob du so gehst oder dich quasi hinten hinsetzt. Okay? So, Seite und Drop. Gut. Bisschen mehr. Haare im Mund. Gut. So, die Seite. Drop. Seite. Drop. Mhm. Sieht so easy aus, ne? Das ist anstrengend. Aber, so, jede Seite. Einmal nach rechts, einmal nach links. Beine noch. Erstes Set geschafft. Klingt was. Putz dir die Nase. Und dann gehen wir in die App. So. Dazu. Hört ihr mich ja, ne? Was war denn? Wir setzen uns erstmal. Gute Nachricht, ne? Auf den Boden. Und bringen den Oberkörper, das kennt ihr schon, auf 45 Grad. Ja? Hier, zack, nach hinten klappen, Bauch ist fest, schräg genug. Und jetzt gehe ich auf, nach oben, auf, nach vorne und dreimal zur Seite. Ja? Öffnen, hoch, öffnen, vor, andere Seite, Russian Twist. Alles klar? Auf, Kopf hoch. Und wenn du hochgehst, merkst du, dann musst du stärker halten. Ja? Darauf kommt es an. Öffnen, jetzt halten. Oh, nach vorne. Und vor. Machen wir noch ein paar. Auf, komm hoch. Halt den Bauch fest. Und twist, twist. Nochmal, komm auf. Komm hoch. Komm auf. Vor, twist. Einmal noch, komm, auf, hoch, auf, nach vorne, twist, machen wir die andere Seite auch noch, ja, auf, komm hoch, auf, vor, und twist, 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 okay, einmal entlasten, gut, wir machen Bicycles und wir machen es mal andersrum, ne, wir fangen schnell an und dann werden wir langsam. Das heißt, es wird nach hinten raus ein bisschen schwieriger, aber du schaffst es, ja? Hände in den Nacken und möglichst mit dem Oberkörper bewegen, nicht nur die Ellbogen hier ziehen, ja? Sondern wirklich lass die Ellbogen an der Seite und beweg deinen Oberkörper. Okay. Gut. Atme mehr davon. Ganz klassische Übung, kannst du auch so machen, wenn dir das mit den Beinen ein bisschen zu viel ist, ja, stellst du die Ferse ab, geht auch. So, Leute, halbes Tempo, okay, halten, halten und einführen, ja, komm, halt und halt und halt. Und jetzt hörst du nicht auf, wir machen noch 8 hiervon. 7, 6, komm, schaffst du, 5, 4, 3, 2, und der letzte, 5, 4 ran, und leg einmal rein. Ja, mach die Arme lang, merkst du, dass langsam nicht immer einfacher ist, ne? Oft ist es schwieriger, weil du dann diesen Schwung nicht hast, und es eigentlich dann mehr Muskelkraft, mit der du arbeitest, weniger Schwung. So, das hatte ich aufgeschrieben. Mountain Climbers. Mountain Climbers und Knie. Wir kombinieren heute mal 2 Übungen. Ich zeige es euch. Wir machen 3x
das Knie. Ja? 1, 2, 3. Dann schiebst du hoch und wechselst. Okay? Ausnahmsweise mal den Po nach oben drücken. Hoch und tief. Und dabei spannst du den Bauch schön fester an. Ja? Arbeite mal aus dem Bauch raus. Drück hoch und komm wieder runter. Alles klar? Zieh, zieh, zieh. Schieb hoch. Und gerade. Zieh, zieh, zieh. Hoch. Und gerade. Wir machen noch ein paar. Weil wir gerade so schön drin sind. Ja, komm. Wir haben noch 14. Das heißt, wir machen jede Seite einmal mehr. Komm. Zieh, zieh, zieh. Schieb den Po hoch. Und zieh, zieh, zieh. Dran. Und weg. Okay. Mach die Arme mal lang. Gut. Seid ihr noch alle da? Ja, ihr seid. Sehr gut. Was machen wir? Bisschen Push-Ups. Ich mache heute nochmal das Tutorial. Ja? Wie arbeite ich mich langsam in die Push-Ups rein? Alle, die es schon können, ihr macht Push-Ups. Die anderen, wir fangen ganz easy an. Wir gehen auf die Knie, Hände unter die Schultern und jetzt gehen wir langsam tief und hier das Ziel mal ablegen, okay? Und dann stemmst du dich rein und drückst hoch, okay? Das ist unser Ablauf. Den üben wir erstmal schön ein, bevor wir in die richtigen Push-Ups gehen. Ja? Versuch immer auf den Moment, wo du dich hochdrückst, den Bauch fest anzuspannen. Yes! Ja? Richtig wie ein Brett und genauso schön wieder tief. Und jetzt hast du noch die Möglichkeit zu entlasten. Okay? Weil das ist der kritische Moment, wenn du hier hältst. Okay? Probier's mal. Und wenn es geht, ist super. Ansonsten legst du weg. Ja? Push und halten und push. Und einmal hier unten halten. Wir machen noch ein. Drücken uns schön raus. Und ein. Und so. Ja? Trainier die. Dann merkst du, wie es immer besser geht. Und dass du diesen richtigen Moment unten mit denen erstmal trainierst. Und dann vergleichst. Ja? So, wir haben Dead Bug. Kennt ihr auch schon? Nimm nochmal mein Handtuch. Schnell auf die Matte. Toter Käfer. Du legst dich auf den Rücken, Knie sind hier, Arme sind hier oben, Schultern berühren möglichst wenig den Boden und wir gehen im Wechsel. Ja. Einmal rechts mit links und links mit rechts. Okay. Und jetzt baust du schon mal Spannung im Bauch auf, die brauchen wir gleich noch mehr. Ja. Nicht in Pullkreuz fallen und nicht mit Schwung arbeiten, ich bin nicht ganz fest. Okay, ich drück wirklich mit den Bauchmuskeln den Rücken in den Boden. Okay, pass auf. Wir bleiben mal hier und drücken. Und zwar mit den Händen hier. Fest den Bauch aktivieren und die Beine gegen die Hände drücken. Okay, gut. Einmal lösen und nochmal Kopf hoch. Ja, und dann merkst du richtig mal deine Bauchkraft. Feste, feste drücken. Wir atmen 4. Wir atmen 3. Wir atmen 2. Komm zurück. Ja, auch eine gute Übung. Einfach ein bisschen hier ganz bewusst mal zu aktivieren. Kannst du immer mal zwischendrin gerne auch vom Fernseher super machen. Ja? So, wir machen eine tiefe Plank und beugen die Knie. Leg dir mal die Hände, leg dir das Handtuch unter die Ellbogen. Schöne Plank, kennst du, Po ist tief und jetzt tippe ich die Knie ein. Ja, dann ziehe ich die Knie über außen. Einmal rechts, einmal links. Und ich weiß, es fällt jetzt schwer, den Po unten zu lassen, aber probier's mal. Immer wieder tief schieben. Ja, komm. Knie kippen. Ganz kleine Übung. Merkst du sofort den Unterschied, ne? Komm, kipp die Knie, streck, kippen, werden wieder nach hinten. Zieh das Knie
über außen, kommt mehr davon. Einkippen, strecken, kippen, strecken und ziehen. Ja? Die Challenge ist, dass du immer wieder den Bauch aktivierst, auch wenn du dich zwischendrin aus der Spannung ein bisschen rauslöst. Ja? Komm, zieh und zieh. Machen wir nochmal. Einklappen und strecken. Und das ist der letzte. Komm, schaffst du. Okay, komm nach hinten. Arme lang. Sehr, sehr gut. Wir sind schon fast wieder durch. Ja? Wir machen noch eine Plank-Übung. Ich habe hier heute ein bisschen Gefäller mit meinem Kabel. Sorry. Wir machen nochmal eine Plank. Wir machen Schultertaps. Ja? Und du versuchst einfach so lange wie möglich die Taps durchzuziehen. Und wenn es nicht mehr geht, bleibst du in der Plank. Okay? Po ist zu. Du kannst auch mal die Arme nach vorne nehmen. An die Schulter. Nach hinten. Ein bisschen mehr. Abwechseln, ja? Wie du möchtest, kannst auch in den Taps bleiben. Alles okay. Hauptsache du verlagerst und versuchst die Spannung zu halten, ohne umzukippen an die Oberschenkel. Was du machst. Ja, komm vor. Schulter und Rück. Schulter. Und wenn es nicht mehr geht, bleibst du in der Plank und hältst fest. Okay? Mach ich mit euch. Drück dich raus, kontrollier dich nochmal. Arbeit immer wieder sauber nach. Und dann merkst du von Woche zu Woche, wie sich deine Form verbessert. Ja, wir sind durch. Setz dich einmal nach hinten. Gut. Wie sieht's aus? Ja? Wir machen Po. Dazu darfst du dich erstmal wieder hinlegen. Leg das Handtuch aus. Ich trinke mal kurz was. Kannst du auch machen. Wir haben noch 2 Sekunden. Zu lange geschnattert hier. Leg mal die Füße zusammen. Und drück den Po nach oben. Kennen wir schon. Ja? Push hoch. Und bleib auf der halben Höhe. Nicht ganz nach unten gehen. Okay? Und du kannst wie immer ein bisschen probieren, wenn du hier noch Support brauchst. Sind die Arme lang oder hier. Versuch dich immer weit nach oben zu drücken. Und wenn es geht, nimmst du die Hände weg und versuchst wenig Kontakt oben zu haben. Und wirklich hier zu pushen. Okay? Gut. Mehr davon. Geh hoch und wieder fest halten, wenn du oben bist. Ja, nicht sofort wieder runter. Geh hoch und kurz runter. Hoch und kurz runter. Alles klar. Wir machen noch ein paar mehr. Urchen unten. Aber wir haben ein bisschen später angefangen. Die holen wir noch wieder raus. Komm, 4 mehr. Und 3 und 2. Okay. Einmal lösen. Gut. Du stellst mal die Ferse auf. Und wir starten aus einer Brücke. Ja, drücken weit nach oben. Bring mal deine Füße zusammen. Weil wir jetzt immer, starten mal mit den Händen hier, immer ein Bein ranziehen und oben halten, okay? Und wir bleiben hier. Und jetzt musst du hier pushen. 4 noch, 3, 2. Okay, bleib oben, wechsel nur das Bein. Einmal abheben und strecken. Okay, und jetzt drück hier mit dem Po wieder nach. Und auch hier kannst du wieder die Arme wegnehmen. Wenn du merkst, dass du die Stabilität hast, ist es ein bisschen schwieriger. Und wir wechseln nochmal. Drücken wieder hoch, lösen das Bein und strecken. Okay. Komm, schaffst du noch? 4, 3, 2. Ein letzter Wechsel. Tief. Erst wieder den Po nach oben bringen. Ranziehen. Und halten. Okay. Wir gehen noch 4, 3, 2 und wir
Okay, komm nach unten. Dreh dich rum. So. Wir machen ohne Pause. 3 Minuten durch. Leg dir das Handtuch ein bisschen drunter. Die Übung haben wir auch schon mal gemacht. Stell dir mal vor, du machst so ein M mit dem Bein. Ja? Wir gehen nach außen zur Mitte. Und wieder zurück. Ja? Dazu fangen wir hier an. Drücken erstmal nach hinten. Und ziehen ran und weg. Hier ran und weg. Jetzt pass auf. Ran, weg. Einmal kreuzen. Und wieder rein, raus und nach außen. Ja? Das ist das M. Wenn einer hinter dir steht, sieht er so ein McDonald's M, das du in die Luft malst. Okay, komm ran. Push, cross. Und ran. Push, raus. Ran, push, cross. Ran, push. Und nach außen. Und du merkst, dass der Oberkörper wieder ein bisschen ausgleichen, ja? Das wollen wir, trainieren Po, aber auch immer hier den Bauch mit, okay? Komm. Wir machen noch ein paar davon. Rein, push, cross und rein, push, raus. Okay. Einmal noch, da machen wir keine Pause. Wir kicken einfach nur nach hinten. Pass auf. Rein, kick, rein, kick. Jetzt spann mal den Bauch an. Und jetzt versuch mal genau wie ich. Wenn dein rechtes Bein kickt, deine linke Hand zu lösen. Ja? Du kannst erstmal so ein bisschen hier nur auf die Fingerspitzen gehen. Dann merkst du erstmal, wie du hier Gewicht hin verlagerst. Dann löst du mal. Und wenn du magst, kannst du dich hier festhalten. Okay? Gut. Wir machen noch 4 hiervon. 4 und 3 und 2. Und gehen direkt in die andere Seite. Ja? Ran, kick, ran, kick. Und jetzt ran, kick, cross. Und ran, kick, raus. Okay, wieder das große M. Überkreuzen. Und ran, kick. Schön raus. Und da versuch mal kontrolliert, nicht zur Seite zu fallen. Ran, kick, cross. Ran, kick, überkreuz. Und einmal noch cross. Wir bleiben hier in den Kicks. Okay? So, wieder oben Kraft aufbauen. Langsam mal drüber nachdenken, hier die Hand zu lösen. Und wenn du magst, erstmal auf 2 Fingern. Okay? Jetzt löst du mal. Und fasst hier an den anderen Unterarm. Und versuchst nicht zu tippen. Konzentrier dich hinten auf den Kick. Okay, wir machen noch ein paar. Komm, ran, raus, ran, raus. Sind schon die letzten. Komm mit mir, noch über 4. 4 und 3 und 2 und letzte. Okay, setz dich nach hinten. Wir machen direkt weiter. Wir legen uns einmal auf die Seite und das Handtuch eigentlich schon da lassen. Zieh mal hier die Knie ran. Ja? Der Po bleibt hier oben und wir lüften hier auf der Seite. Ähnliche Übung wie am Anfang, nur sind wir jetzt im Liegen und du musst hier noch ein bisschen zusätzlich halten. Merkst du das? Komm, wir machen noch ein paar davon. Ich bin später einsetzt. Tief und ich weiß, ne? Hier will der Po jetzt immer nach unten. Du lässt dich locker. Zurück nach oben. Komm. Tief und tief. Und 4. Okay, 4 schaffst du noch? Komm, 4. Und 3. Und 2. Okay. Schneller wechseln. Ran. Auf die andere Seite. Leg dir das Handtuch unter. Und wir gehen direkt auf den Unterarm. Bring die Knie wieder einfach ran. Und das obere Bein ist lang. Ja? Und ich lüfte. Und drückst hier den Po nach oben. Okay, kommt sie. Alle noch dabei. Ja.
Sehr gut. Und jetzt ist der Po sehr schwer. Weiß ich. Ja? Denk an das Schöne. Atme. Hilf. Okay, was haben wir denn noch vor uns? Wir machen noch eine Rückenübung. Und dann machen wir wie immer ein kleines Finisher. Okay? Beiß auf die Zähne. Mach ich auch. Komm, die letzten. 4 und 3 und 2 und 1. Okay. Komm mal ran. Dreh dich um. Setz dich einmal nach hinten. Schieb den Po wirklich mal zurück. Arme lang nach vorne. Okay. So, eine Übung im Liegen. Bitte kurz ausziehen. Herrliches Handtuch. Drunter, einfach unter den Oberkörper nicht reißt. Lass dich lang. Okay. Und ist eigentlich auch wieder nur eine halbe Übung erstmal. Drück dich mal hier hoch. Beine dazu. Und dann bleiben wir erstmal hin. Okay? Jetzt nimmst du die Arme weg und hältst einfach die Spannung im Rücken und im Po. Okay, schieb mal die Arme nach vorne und halten. Okay, 4, 3, 2. Jetzt ziehen die Arme nach hinten. Kommst du gleich ein bisschen höher. Beine bleiben die ganze Zeit in der Luft. Okay, schieb nach vorne. Komm, drück drauf. Und atmen. 4, 3, 2. Komm nach hinten. Zieh. Lass den Po und die Füße oben. 4, 3, 2. Und wir machen nochmal. Nach vorne. Und schön atmen. Und jetzt ziehen das letzte Mal nach hinten. Gut. 4, 3, 2. Und. Okay, komm nach oben. Leg dich ein, lass dich mal zurück. Gut. Wie sieht's aus hier in der Form? Bist du bereit fürs Finish? Ja, ne? Handtuch weg. Bring nur mal einen Schluck. Nicht zu viel. Dann machen wir 7 Minuten. Wir wiederholen die ersten 3 Übungen gleich, ja? 3 Übungen, eine in der Mitte und dann machen wir die ersten 3 nochmal. Ich hab heute easy für euch geplant. Keine Beschwerden heute. Ich fange erstmal locker an. Nur joggen und salzen. Im Wechselkopf. Salzen. Und noch 4, 3. Hier am Anfang. Joggen und drehen. Füße hinten hoch. Und 4, 3, 2. Wechsel im Seilspringen. Okay. 4, 3, 2. Andere Seite. Joggen. Sehr easy. Ja. Komm. Ganz locker weg. Seilspringen. Okay. Wir kommen nach vorne. Gehen in die Jumps. Okay. Komm, noch 4, 3, 2. Ach, hier gehen wir. Zur Seite. Okay. 4, 2. Komm nach vorne. Komm. Atmen. 4, 3, 2. Dreh dich. Hier zu drehen rum. Okay. 4, 3. Machen wir die Arme auf. Gut. 4, 3, 2. Da lang. Auf. Und atmen. 4, 3. Komm nach vorne. Okay. Gut. Alle, die nicht so viel jumpen wollen, ne, wisst ihr. Macht ihr die Lande. Geht auf. Bisschen weniger. Rumgehopst auf dem Knie. Ja, komm, letztes Mal drehen. Auf, auf, auf. Okay. Komm wieder nach vorne. Und die letzte 4. Ja, wir machen Chassis und Drops. Ja,
zur Seite, zur Seite. Haben wir vorhin schon gemacht. Haben wir zu gut gefunden. Machen wir mehr davon. Stopp. Doppelt zur Seite. Und mit dem Po tief. Hand so mit dem Boden. Okay, stopp. Und jetzt kommt gleich unsere Lieblingsübung. Auch die tun wir heute noch ein bisschen. Ich habe mich schon mal mental auf einen halben Burpee vorbereiten. Halb, weil wir den Push-Up weglassen. Aber diesmal machen wir einen kleinen Sprung und drehen uns einmal rum. Ja? Top. Seite. Und bleib mal hier. Okay, du gehst tief, auf, tief und hoch und springst. Tief, auf, tief, hoch und kleiner Sprung. Ja, wie immer kannst du auch die Füße nacheinander machen. Hoch und dann tief, auf, ran und dann. Okay, wenn du springst, Kontrolle im Rücken. Nicht durchhängen, schön fest, gerade Rücken, fester Bauch. Okay, komm, schwerste Moment, schaffst du. Pushen wir durch, gleich wieder easy, joggen, atmen und auf. Und komm, und ja, komm, jede Seite geht noch einmal runter, auf. Und komm hoch. Locker. Ja? Komm. Ganz locker. Nicht aufhören. Ganz locker. Eine Minute. Um wieder ein bisschen runterzukommen. Letzte Mal hier. Seite. Vier. Drei. Schmeiß die Füße hier. Hinten hoch. Okay. Wir bleiben vorne. Ja, aber wechseln auf die Jump Rope. Okay. Atme, Leute. Schaffen wir. Stopp, joggen. Okay. Du weißt, was kommt. Arme noch wechseln. Und dann machen wir Jumping Jacks oder Landen. Okay. Los geht's. Locker springen. Okay, 4, 3. Zwei und die anderen können auch ein bisschen boxen. Geh auf, okay? Gut, jetzt springen mit mir zur Seite. Atmen. 4, 3, 2. Komm nach vorne. Okay. Endspurt, komm. Schaff's. Dreh dich. Hoch. Okay. 4, 3. Mach die Arme auf. Hier. Okay. 5, 4, 3, 2, 4 mal hier. Komm nach vorne. 4. Okay, andere Seite. Stopp. So, letzte Übung. 1 Minute zur Seite. Und drop. Seite, drop. Okay. Hier ist nicht aufhören. Atmen. Und jetzt den Po. Nochmal tief nach unten. Okay. Ich schaffe gut. Tief. Und tief. Okay. Tief gut. Ich sehe noch was auf der Uhr. Stopp. Jetzt mach die letzten. Komm zur Seite. Komm zur Mitte. Und jetzt mach die Beine locker. Ich warte hier aufs Klingeln. Da ist es. Jetzt. Ready. Ja? Atme tief durch.
Luft rein, Luft raus. Und die Hand schon mal hin. Und wir machen noch einen kurzen, knackigen Stretch. Und wie immer rate ich dir, den mitzumachen. Ja? Gib mir eine Sekunde. Dann nutze die Zeit. Normalisiere so ein bisschen deine Atmung. Kannst du ein bisschen das Wohnzimmer bewegen. Okay, fangen wir mal das Stehen an. Stellen uns ans Ende der Matte. Okay, und wir atmen mal tief ein. Tief ein. Und aus. Okay, tief ein. Mikro tiefer. Okay. Und die Atmung ist tief. Okay. Gut. Wenn es besser ist mit dem Ton. Ihr atmet. Und ich atme ein bisschen leiser. Okay, roll mal den Rücken tief. Bis du am Boden bist, dann beugst du dich hier und rollst wieder auf. Und die Schultern aufsetzen. Ja? Mach das mal ganz bewusst. Roll mal jeden Wirbel tief, bis du unten bist. Okay, und das Knie beugen. Und wieder hoch. Und die Schultern zurück. Mehr davon. Komm, tief an den Beinen entlang. Und Knie beugen. Komm hoch. Und atmen. Okay, wir machen den letzten. Und bleiben unten. Ja, jetzt richte ich hier mal ein bisschen ein. Das heißt, du lässt den Kopf mal ganz locker. Und versuchst mal dein Gewicht so ein bisschen nach vorne zu legen. Ja? Und immer wieder. Wenn du nicht ganz tief kommst mit den Händen zum Boden, dann bleibst du einfach erstmal hier und versuchst aber auch da mal den Nacken so ein bisschen Freiraum zu geben. Lass mal einfach alle Spannung los, ja? Gar nichts müssen. Einfach nur entspannt nach vorne. Okay. Leider mal das Gewicht ein bisschen nach vorne und zur Seite. Nach hinten zur Seite. Nicht zu weit. Nach vorne und nach hinten. Okay, beug mal die Knie. Und löst dich mal ab. Dreh dich auf den Rücken. Und nach hinten. Und roll dich langsam nach hinten. Bring mal die Knie ran. Und wir massieren mal so ein bisschen die Lendenwirbelsäule, indem wir einfach die Knie ein bisschen zur Seite bringen, dann ranziehen und wieder nach hinten fallen lassen. Ja? Zur anderen Seite drehen und ranholen und nochmal ran. Und dann bleibst du in der Mitte. Okay, stell mal die Füße ab. Hol ein Knie ran. Lass es bei dir. Und jetzt geht mal den Fuß ab. Auf das andere Knie. Und drück das obere Knie raus zur Seite. Ja? Jetzt holst du das untere Bein ran. Und versuchst hier durchzufassen. Lass deinen Nacken locker. Mit hier. Und dann schön lang. Wenn du magst, kannst du hier noch einen leichten Druck ausüben, sodass die Dehnung hier in der Po-Außenseite bleibt. Ja, da wollen wir hin. Okay. Kurzen Moment noch halten. Und immer wieder tief nach hinten. Stellst du die Füße ab. Und jetzt kippen wir mal mit der Hüfte zur geschlossenen Seite. So, dass das Knie nach oben fällt. Und dann merkst du, wie sich die Seite schön aufmacht. Drück das Knie weiter nach außen. Dann dehnst du auch weiter pro Außenseite. Und genieß das einfach mal, ja?
anheben, das Bein legen, beide Beine abstellen und jetzt das andere Knie zu dir bringen. Okay? Dann legst du wieder ab, bis das obere Knie zur Seite fällt, bringst das untere Bein an, achtest immer drauf, dass dein Gelenk hier fest auf dem Oberschenkel liegt, dass du sie abknickst und wenn du magst, ziehst du ein bisschen ran und drückst hier das obere Knie wieder nach außen. Okay, tief atmen. Und noch kurz mit dem Falten. Dann löst du das Ganze. Bringst die Arme zur Seite. Dann kippst die Hüfte. Und mein Teil jetzt nach vorne. Sodass das obere Knie nach oben zeigt. Dann zurück zur Mitte, löst das Bein mal, bist du mit Schwung nach oben, setz dich mal zurück und bring mal die Arme nach oben und dann nach vorne, ja? Versuch dich nach vorne, geh gar nicht wieder drin, den Kopf nicht um dich zu bringen, sondern zieh dich hier lang nach vorne raus. Wenn du kannst, kannst du die Füße fassen, aber versuch einfach hier hinten den unteren Rücken nach vorn zu schieben und hier die Brustwurzel ein bisschen nach oben gehen. Löst das Ganze mal, einfach locker lassen, merkst du den Unterschied und jetzt nochmal nach vorne und schieben und halten. Löst das Ganze wieder. Komm auf die Füße. Wie auch immer du möchtest. Wir machen noch die Oberschenkel Vorderseite. Fassen einmal den Fuß hier parallel. Becken drückst du nach vorne. Hier auch ein bisschen Hüftbeuger. Na, je mehr du das Becken nach vorne kippst, desto mehr dienst du hier. Und da wollen wir jetzt den Arm zur Seite bringen. Gut, einmal wechseln, Fuß fassen, konzentrieren, Knie parallel, Becken nach vorne, Arm zu Seite. Okay, und dann hoffe ich, dass wir uns ganz bald live und in Farbe sehen. Ich würde ja gucken, wie schön das klingt, Internet, Instagram. Halten euch auf dem Laufenden. Okay, tief atmen und aus. Einmal noch. Und dann die Arme tief. Ich sie auf die Schulter. Ich applaudiere. Und wir sehen uns nächste Woche. Ja? Bis dann.